Hallo und herzlich willkommen an der Augustaner Hochschule, wo Theologie auf Leben trifft. Über 160 Studierende leben hier auf dem grünen Campus. Hier kann man nicht nur die Wissenschaft der Theologie studieren mit den Studiengängen Pfarramt und Pfarrverwalter, sondern auch promovieren oder habilitieren. Die Art, wie ich hier willkommen geheißen wurde und aufgenommen, das war schon einzigartig, weil mich hat gleich meine Tutorin hier begrüßt und mich hier rumgeführt und quasi ein bisschen an der Hand genommen. Hier auf dem Campus haben wir eine sehr gute Gemeinschaft. Es bilden sich Lerngruppen, die hier draußen in der Sonne sitzen, gemeinsam die hebräische Vokabel nochmal wiederholen. Ja, wir haben hier richtig kleine Klassen und das ist echt toll, weil wir dadurch sehr nah an den Dozierenden sind und einfach auch immer nachfragen können, wenn wir was nicht verstanden haben. Also es ist ein wunderbares Lernklima. Ich finde es wahnsinnig gut, dass man hier fast alle beim Namen kennt und das macht einfach beim Studieren einfach mehr Spaß dann. Ja, die Augustaner Hochschule steht für Forschung in der evangelischen Theologie auf höchstem Niveau. Unsere Schwerpunkte sind das Institut für christlich-jüdische Beziehungen, dann der Fachbereich interkulturelle Theologie und wir haben etwas Besonderes, die einzige volle Professur für feministische Theologie und Gender Studies. Was hat Theologie dazu beizutragen und hat dazu beigetragen, dass Frauen oder auch Menschen anderen Geschlechts diskriminiert wurden? In welcher Weise können theologische Aussagen dazu beitragen, hier mehr Freiheiten zu bekommen und diese diskriminierenden Äußerungen zu verändern? Die Augustaner Hochschule ist sehr gut vernetzt. Einerseits im Trialog mit der Diakonie Neuendettelsau und Mission Eine Welt, andererseits mit zahlreichen Partnerorganisationen in Europa und auf der ganzen Welt. Ein großes, weit gespanntes Netzwerk mit Partnerhochschulen auf der ganzen Welt, an denen unsere deutschen Kommilitonen ein oder zwei Semester im Ausland studieren können, Theologie, und auch daneben sehr prägende persönliche, praktische Erfahrungen in kirchlichen Institutionen oder anderen Einrichtungen machen können. Der Erfolg dieses Modells beruht sicher auch darauf, dass wir versuchen, alle Auslandsaufenthalte durch tragfähige Stipendien zu finanzieren und die Augustaner Hochschule bekannt dafür ist, dass die im Ausland erworbenen Studienleistungen angemessen anerkannt werden. Es gibt auch viele internationale Studierende hier auf dem Campus. Einer von ihnen steht jetzt neben mir. Hallo, ich bin Daniel, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Ungarn, ich bin Theologiestudent. Hier gibt es ein sehr gutes und großes Gemeinschaft. Zum Beispiel letztes Mal, wir haben mit internationalen Studenten eine Abendmahlliturgie gemacht und wir haben zusammen die Brot und die Wein vorne gebracht. Das war, ich denke, ein der schönsten Momente beim Gottesdienst. Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu Sport machen, zum Beispiel Fußball, das ist die wichtigste für mich. Besonders schön ist es auch hier in unserer Bibliothek. Sie hat über 170.000 Bücher und ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Daher kann man sich hier wunderbar aufs Examen vorbereiten. Ja, Augustaner, das ist Theologie im Dialog mit der Wissenschaft, der Gesellschaft, den Kirchen, den Religionen und natürlich mit unseren Studierenden. Die Augustaner Hochschule ist eine wissenschaftliche Hochschule der besonderen Art. Wir bringen spirituelles Leben zusammen mit theologischer Forschung und Lehre. Und das eingebettet in unseren aktiven weltweiten Netzwerk.